Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023. Heute zur UAE Tour, wo wir wieder Alexander Vlasov als Kapitän für die Gesamtwertung haben. Mal schauen, wie er sich hier bei der einwöchigen World Tour Rundenfahrt schlägt. Zuletzt hat das ja ziemlich gut geklappt, aber hier ist das Teilnehmerfeld sicherlich stärker. Und für die Sprints haben wir Jordi Meos. Nicht unser bestes Line-Up. Ich weiß, gerade was die Anfahrt für die Sprints anbelangt, ähm, kann ich Meos hier echt nichts Gutes anbieten, denn die meisten Leute äh, sind anderweitig unterwegs, denn wir haben natürlich auch Omlob-Head Newsblatt und Kürenbrüste Kuren. Außerdem noch ein paar Verletzungen. Dazu an anderer Stelle aber nochmal mehr. Hier einmal eine kleine Übersicht über die besten Sprinter: Ein Etappensieg, dort ist das Ziel. Wird aber, denke ich, sehr schwer werden. So langsam bereiten sich die Teams jetzt auf die Sprintankunft vor. Und ich glaube, es wäre hier tatsächlich mal angebracht, wenn ich... So, Vlasov schützen wir mal einfach. Lassen den hier weiterfahren. Wenn ich Jordi Meus bei einem anderen starken Anfahrzug absetze. Ganz ehrlich. Denn mit beziehen zum beispiel können wir hier nicht ko äh, konkurrieren wir haben keinen Mallen, wir haben keinen gamper kein dance van Poppelt schon mal gar nicht ähm, ja eigentlich nix nix so richtig was den sprint anziehen kann aktuell sind wir sieben kilometer vom ziel noch vorne ja Erstmal ist es an sich nicht so schwer. Bei der UAE-Tour ist die Straße breiter. Jo, da hat man Platz. Aber das heißt auch, da stellen sich dann alle auf. Links und rechts kommen sie gleich an. Ja, und werden uns da gnadenlos überrollen. Von daher versuche ich gleich einfach mal mit Sobrero. Ja, kemner ist jetzt am Ende. Versuche ich jetzt irgendwie mit Sobrero. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Kemner ähm, verpasst bis sich da Meus irgendwo ranzubringen. Oh, da kommt jetzt eine Kurve. Wir ziehen vielleicht schon mal an. So Jordi Meos geht. Scheiße, ist da eingeklemmt. Ich hänge den noch mal an Cavendish ein bisschen dran, um noch mal näher ranzukommen. Aber am Ende wird hier Milan gegen Tyson, Cav auf der 3, Meus auf der fünf. Na. Ja. Zu viele Optionen, ich konnte mich irgendwie nicht so recht entscheiden. Ja, aber ich glaube, so in die Richtung muss es gehen. Das ist die beste Option. Nochmal eine zweite Chance jetzt auf der zweiten Etappe. Ich versuche ähnlich wie eben, nur diesmal in äh, besser. Ja. Das heißt, Kemner vorletzter Mann, Sobrero gleich letzter Mann. So. Dann konzentrieren wir uns jetzt nur mal da drauf. Wo ist denn Alpe Ziehen? Ja, die anderen haben auch ein bisschen Probleme, ihre Position zu finden. Da rechts ist Kane Groves. So, kann ich an den jetzt ran? Moment. Ich will mal eben Sobrero hier kicken. Erstmal auf den Energieriegel. Aber, jo. Meus ist hinter Groves. Lassen wir uns da ein bisschen ziehen. Alter! toll. Groves hat ja einen schlechten Job hier gemacht. Philipsen ist der Nummer 1 Sprinter. Gewinnt vor Kuka. Wo sind wir? Im Niemandsland. Das ist das Ding, wenn man sich an irgendwen dranhängt. Ich habe jetzt Groves da gerade gesehen. Wir hatten eigentlich ein, eine gute Position, aber kurz vor dieser Kurve hat er einmal so getan, als wenn der Gas gibt. aber das war nicht so wirklich. Irgendwie kamen wir dann nicht wirklich auf Geschwindigkeit. Ja, hier zum Beispiel, ne? Der nimmt halt jetzt voll raus. An sich so, die Position war jetzt gar nicht so terrible, aber überhaupt nicht auf speed naja, naja ich bin da gerade noch ein bisschen am tüfteln Philipson gewinnt hier also ähm, Punktewertung, können wir mal drauf schauen Gehe jetzt nicht auf die sprints hier ein wenn dann reicht uns schon etappensieg wie gesagt wir haben ja eh nicht so das team ist flache hier das liegt jetzt auch wahrlich nicht daran dass ich jetzt sage oh, der Meus, der hat nicht irgendwie unterstützung verdient doch aber da sieht man wirklich, ey Bora, in dem Bereich sind die richtig schlecht aufgestellt. Wir haben halt das KSP Opening Weekend noch parallel und da müssen ja auch mal ein paar Leute hin. Ich meine, Omlaub ist ein World Tour rennen Ich könnte da auch sieben Statisten hinschicken, aber ähm, wenn ich da die Besten mithaben will, ja, dann, dann fand Poppel, Haller halt dort auch. So zieht Meos hier ein bisschen den Kürzeren, aber. Naja, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Jetzt haben wir aber erstmal ein kurzes 9,3 Kilometer langes Einzelzeitfahren. Unsere besten Zeitfahrer sind natürlich Kemner, Vlasov und Sobrero. Ich würde sagen, vom Zeitfahrskill sind die drei ungefähr gleich auf. An sich ist Vlasov schon die Nummer eins für die Gesamtwertung, keine Frage, aber ich will mich mit den anderen beiden natürlich auch hier möglichst gut präsentieren. Ich habe mal hier so ungefähr eine 87 als Einsatz auserkoren. 87, 86, das müsste so passen, um das Tempo zu halten. Aktuell haben wir eine Bestzeit von Bruno Amirail. Lenny ist schon gut unterwegs und holt gleich Michael Gogel ein. Schafft er das noch vorm Ziel? Naja, nicht ganz. Aber daran sieht man schon, ja, perfekt. Schöne Zeit. Übernimmt erstmal mit einer Sekunde Vorsprung die Führung. Heute mit etwas schwächeren Beinen. Alexander Vlasov ist kurz dahinter gestartet. Ja, ich habe mit dem ein bisschen weniger Gas gegeben. Einfach, ja, weil der das sonst nicht durchgestanden hätte. Vielleicht ein bisschen zu verhalten. Ja, gebe ich zu. Ah, shit. 87 war aber zu viel. 87 war zu viel, 86 zu wenig. Ja, hätte ich ein bisschen mehr noch micromanagen müssen. Bei Sobrero geht es ziemlich gut auf. Der hat eine Plus 1. Kommt nah an Kemners Zeit heran. Kemner weiterhin in Führung. auf übrigens 19 Sekunden verloren. Schon ein bisschen zu viel. Denn Lennart Kemner hat hier am Ende natürlich die Bestzeit auch leider nicht behalten. Guter Siebter. Aber da haben noch ein paar Leute ordentlich was draufgelegt zeitlich. Mikkel Bjerg gewinnt hier das Zeitfahren vor Hater und Großschadner. Das bedeutet zeitentechnisch. Ja, Kemner 15 Sekunden, Sobrero 18 und Vlasov schon mit 34 auf den Sieger. In der Gesamtwertung übernimmt natürlich Bierk auch die Führung. Ja, die Abstände sind dementsprechend auch gleich. Es hatten ja bislang nur Sprinter äh, Bonussekunden gekriegt. Auf der vierten Etappe geht es jetzt das erste Mal auch berghoch. Wie gewohnt in der Wüste, überwiegend flach bis dann zum. Schlussanstieg zum Jebel Jais hinauf. Da haben wir natürlich heute von Vlasov auf sehen. So, gleich geht es rein in den Anstieg. Und ja, was ist unsere Taktik hier? Wir überlassen erstmal die Verantwortung UAE. Die haben das Führungstrikot. Und wie man sieht, der Führende ist mikel Biak. Der kriegt natürlich keine geschützte Rolle. Ähm, er wird hier das Führungstrikot abgeben, denn die haben... Ayuso, Almeida, Yates, Großschadner, Hirschi. Jo, sucht euch einen aus, wer auch immer davon hier deren Nummer 1 in der Gesamtwertung sein soll. Theoretisch würde ich sagen Adam Yates äh, mit dem Mittelgebirgswert, aber wir wissen nicht, wie die so in Form sind. Zu unseren Jungs, Lasov und Kemner. Kemner ist so der Co-Kapitän, sage ich mal. Das sind die beiden für die Gesamtwertung. Die anderen dienen hier als Beschützer und ja, wir warten, was die anderen machen. In der Regel ist das eigentlich so ein Anstieg, wo ja, sie fahren hier mit 129 Mann rein. Tempo vorher war mega langsam. Sind so 6,5% irgendwie im Durchschnitt, wo meistens fast oben 100 Leute ankommen und dann wird irgendwie gesprintet. Aber falls es Attacken vorher gibt, Vielleicht gehe ich mal mit einem Chemner hinterher oder attackiere mal. Das wäre sowas, was Lenny mal machen könnte. Hier sehen wir mal aus dem Helikopter, wie groß das Feld noch ist und wie viele Leute da noch dabei sind. Guck mal, die radeln hier ganz, ganz gechillt bei knapp 6%. Den Anstieg hoch. So also sieht zumindest gechillt aus, aber von der Energie... So, jetzt kommt mal eine Attacke von Ethan Hater. Von der Energie her gar nicht mal so gechillt, zumindest was unsere Fahrer anbelangt. Sobrero und Buchmann sind gleich am Ende ihrer Kräfte und dann joa, müssen wir Kemner mal als Beschützer für Vlasov einspannen. Werde ich doch jetzt an dieser Stelle auch einmal switchen. Gucken wir mal, Seppus hat sich da vorne zugesellt. Hater natürlich durch das Zeitfahren auch mit einer... Sehr guten Ausgangsposition, nur drei Sekunden zurück. So, Vlasov nimmt mal den Energieriegel. Sind aber immer noch sehr viele Leute im Feld hier. Ja, hält so langsam auseinander. Okay. Können wir da noch irgendwas zusetzen? Na, Kemner kommt wahrscheinlich noch so knapp bis zwei Kilometer. Und dann war es das auch. Ja, ziemlich genau. Bis zwei. Vorne so, haben wir Sepp Kuss. Den kriege ich nicht. Fahren wir jetzt so alleine hier eine 80. Hängen wir uns mal an Luzenko dran vielleicht. So, Sepp Kuss nimmt ein bisschen raus. Das heißt nimmt ein bisschen raus, Na ne? Der fährt einfach so sein Tempo. Die anderen scheinen relativ platt zu sein. Ach, jetzt kann Luzenko doch auf einmal sprinten. So, ich will da noch vorbei. So, Sepp Kuss ist stehen KO. Blasov kommt an, schafft es aber nicht mehr. Ja, ich glaube, Kuss. Scheiße, hätten wir tatsächlich noch kriegen können. Hätte ich nicht gedacht, dass der so stehen bleibt auf einmal. Verdammt. Da habe ich Alex ein bisschen unterschätzt. Der war ja auch quasi tot. Ähm, bis auf so einen kleinen Sprint. Gut. Aber vielleicht übernehmen wir sogar das Liedertrikot. Ich weiß gerade nicht. Nee. Kurs hat, glaube ich, auch nicht mehr Abstand als wir. Zeitgleich wurde hier gewertet. Ab Platz 7 gab es dann Abstände. Onlay Lutsenko, BRT, Testfaction. Auch nicht so diejenigen direkt vorne, die gestern im Zeitfahren so stark waren. Ist denn so der Rest von UAE abgeblieben? Großchartner, Bester auf der 16 ne? Dann hier Yates, Ayuso. Knappes Ding. Aber ist ja auch noch nicht vorbei. So müssen wir erstmal das Trikot nicht verteidigen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ganz am Ende kommt ja nochmal ein Schlussanstieg dann auf der siebten Etappe. Vorher haben wir jetzt aber auf der fünften nochmal einen Sprint, noch sieben Kilometer. Aktuell liegen wir komplett vorne. Ich weiß, wir haben zwar immer noch keinen, der äh, ein schneller letzter Mann ist, aber solange wir mit unseren drei, vier Mann... In Front liegen, bleibe ich das auch erstmal. Ansonsten, wenn der gut positioniert ist, möchte ich gerne ans Hinterrad von. Scheiße. Von Jasper Philipsen eigentlich ran. Okay, wir müssen nochmal umdisponieren. Habe ich es irgendwie jetzt mit Kemner links, links, links? Komm. Also Brio ist erstmal scheißegal. Ich, ich sprinte mit kemner los. Ich muss ja irgendwie Meos hier rauskriegen. Ne, beschissen. Ja, Philips, in den Wind natürlich. Da wollte ich irgendwie hin, aber... Ich glaube, ich muss mich vorher mal ans Rad setzen und einfach folgen. Aber dann habe ich immer Angst, dass der Sprinter zu viel Ver Kraft verbraucht. Ich habe einfach unfähige Anfahrer, wie heute hier am Start. Ja, da kann ja Jordi einem auch... Äh... Leid tun, muss man sagen. Ne? Was soll er machen, arme Sau. Weiter geht's auf der sechsten Etappe. Hier haben wir wieder einen Sprint und versuchen uns gerade mit Kemna. Mit kemner komme ich. Mehr oder weniger an Philipsen ran. Aber der ist halt auch übelst eingebaut. Warum sollte ich so an das Hinterrad von dem dran wollen? Mios, ja, Mios ist am Arsch. Ja, Mios versucht hier irgendwie auf der rechten Seite Taminios Hinterrad zu suchen. Nach vorne zu sprinten. Ah, Philipsen gewinnt mal wieder. Und Mios landet hier irgendwo in den Top 10, denke ich mal. 12 es ist schon klar, dass Philips ein Gewinn wird, ja. Also nicht immer, aber oftmals. Ja, toll, aber wenn du dem folgst, ey, dann hängst du irgendwo am Arsch der Welt, wo der da rauskommt. Und der schafft es da durch. Da werden wir wahrscheinlich eh nicht an seinem Hinterrad so zack durchgesprintet. Aber naja, sei es drum. Ich krieg's halt einfach nicht hin gerade. Und dann haben wir jetzt zu guter Letzt noch mal das Finale hinauf zum Jebel Hafid. Eigentlich müssen wir ja nur ein paar Sekündchen hier aufholen mit Vlasov, ne? Das Problem ist, Kuss ist natürlich auch nicht unbedingt schlecht am Berg, eher im Gegenteil. Also wäre es schon wichtig, Bonussekunden im Ziel zu holen und die Etappe zu gewinnen? Hm? Was meinst du, Alex? Ja, er hat gesagt, er fühlt sich heute gut. Das Team äh, soll quasi den Tisch bereiten und dann äh, geht's los. Ja, und auf los geht's los. Wir haben hier jetzt noch kurz die Sprintwertung absolviert. Philipsen gewinnt easy die Punktewertung. Wen wundert's äh, bei der Rundfahrt? Das heißt, das Team macht jetzt das Tempo am Anstieg für Blasov und wir versuchen natürlich hier die Etappe und damit auch die Rundfahrt zu gewinnen. So ungefähr 9, irgendwas Kilometer. Durchschnittlich so von der von den Steigungsprozenten her. Ne? Ich habe jetzt hier erstmal so eine 88 veranschlagt. Das Problem ist halt immer, man fährt ja mit einem ganzen Feld hier rein. es vorher die ganze Zeit flach war. Das ist also schwierig. Wir müssen es riskieren, ne? Sonst bleibt ja nichts anderes übrig. Noch viereinhalb Kilometer. Weiterhin entsteht hier keine Lücke. Es ist langgezogen. Ja, aber es entsteht keine Lücke. Wir gucken mal eben kurz, wo ist denn der Führende? Da ist er. Sepp ziemlich weit hinten. Es wäre natürlich auch mal ehrlich gesagt eine Option. Immer hier lame fahren, ne, wie die Meter es vorgibt. Aber wir könnten auch natürlich mal attackieren. Das mache ich jetzt mal. Wir werden jetzt mit Sobrero angreifen. Das heißt, Buchmann nimmt raus. Sobrero attackiert. Und unsere anderen Jungs bleiben dran. Lenny. Ja, doch, komm, der kann eigentlich sogar mitfahren, ne? Buchmann, ja, ist hier egal. Das heißt, wir haben schon mal das Loch da gerissen. Auch wenn es nur ein paar Sekündchen sind. Eiern wir hier weiter hoch mit einer 88. So, Blasov gibt Gas. Äh, wir gehen mal so ein bisschen runter auf eine 82. So, kommt da noch was aus dem Feld? Kemner kann noch. Blasov kann nicht mehr. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Kemner. Lenny wird's jetzt richten. Blasov wird durchgereicht. Es reicht nicht zum Gesamtsieg, das kann man schon mal sagen. Sepp Kurs wird hier auch noch... Ne, dritter. Äh, also verteidigt er auch gegen Großschadner. Ähm, ja, viele Action hier geboten. Ich habe es mal ein bisschen anders versucht. Ähm, erstmal Stark von Kemner. Er war einfach stärker als Blasov muss man sagen. Klar, ich hätte es auch noch tauschen können, aber es hätte trotzdem nicht gereicht, um Blasov hier mit... Ja, ne. Über die Ziellinie zu retten, glaube ich nicht. Mal gucken, wie die Zeitabstände so sind. kemner fährt 12 Sekunden plus Bonus raus. Ja, das wird natürlich nicht zum Gesamtsieg reichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Vlasov zeitgleich mit dem Rest des Feldes gewertet wurde. Also. Ja, Großschadner hat uns noch überholt. Ja, shit. Aber trotzdem gutes Ergebnis. Kursgewinn 5 Sekunden vor großschartner 9 Sekunden vor Vlasov. Kemner wird noch Siebter. Ja. Gutes Ergebnis. Immerhin noch ein Etappensieg geholt. Ähm, Lennart Kemner mal wieder. Ne? Ich meine, es war jetzt zwar kein langes Solo von ihm, aber er hat es halt einfach drauf. 81 ausreißen. Also attackieren und im Solo Etappengewinn. Das kann der Junge. Ja, Fazit. Grundlegend schon positiv. Ja, paar Baustellen haben wir noch. Jetzt aber auch gerade für die Sprints, also nicht unsere Bestbesetzung vom Line-Up her. Von daher würde ich jetzt Jordi Meus da keinen Vorwurf machen. Ähm, ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Loop Zockt Pro Cycling Manager 2021. Bis dahin, macht's gut. Ciao.